Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video mit Dom und gleich einen meiner Jungs. Und wir werden gleich ein bisschen Sparring machen. Und dafür setzen wir uns gleich hier diese lustigen Helme auf, um uns mal ordentlich zu verschwarten. Aber kurz zwei, drei Sätze vorab. Wichtig ist, ihr kennt ja meine Einstellung, Sparring und Wing Chun passt eigentlich nicht zusammen. Warum? Na, weil Wing Chun nun mal eine regellose Kampfkunst ist. Da geht es darum, den Gegner außer Gefecht zu setzen oder zu töten. Und das schließt sich im Sparring natürlich schon mal von vornherein aus. Nichtsdestotrotz machen wir Sparring. Wir haben es nur noch nicht in den Videos gezeigt. Und warum machen wir Sparring? Ja, weil wir einfach auch lernen müssen, zu einer vernünftigen Kampfkunst gehört es ja nun mal auch dazu, oder auch zum Kampfsport generell auch mal Schläge einzustecken, die Angst zu verlieren, reinzugehen, nach vorne zu marschieren, den richtigen Vorwärtsdruck zu haben und so weiter und so fort. Und ja, dafür ist Sparring natürlich da. Ihr wisst, Leute, wir machen unterschiedliche Arten des Sparrings. Wir machen das freie Latzau. Was Latzau ist, ne, könnt ihr in den anderen Videos mal anschauen, die ich hier verlinke. Oder in der Playlist mal nachschauen. Wir machen das freie Chisau als Form unseres Sparrings. Und wir machen die freien Anwendungen als Form unseres Sparrings. Ja, und das sind alles so die Möglichkeiten, wie wir miteinander trainieren und wie wir sparren. Und vielleicht gefällt euch das Video ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Für uns ist es Training. Wir machen das gleich quasi vor unserem Training, um uns ein bisschen warm zu machen. Da werden wir uns ein bisschen was, ja, bewegend auf die Maske hauen und anschließend werden wir trainieren. Und ja, mein Kumpel war bereit, einmal die Kamera laufen zu lassen und ja, damit ihr einmal seht, wie wir das so machen. Aber genug geschwafelt, jetzt geht's los. Auf geht's, wir sehen uns.